In dem heutigen Video zeige ich dir, wie du deinen Ballkontakt signifikant verbessern kannst, ohne dass du überhaupt jemals einen Golfschläger schwingen musst. Also bleib dran, wir starten jetzt. Die Golftechnik ist sicherlich etwas, was wahnsinnig wichtig ist, um einen Golfball gut und vor allem weit zu schlagen. Aber da gibt es etwas, was mindestens genauso wichtig ist, aber von den meisten Golfern vergessen wird. Und das ist die sogenannte Koordination. Die Koordination ist im Prinzip die Fähigkeit, gewisse Körperteile miteinander zu verbinden, damit sie eben eine Bewegung effizient machen und auch so mühelos ausschauen lässt. Aber da gibt es auch andere Sachen, wie die sogenannte Ball-Hand-Augen-Koordination und auch andere Fertigkeiten, die man als Golfer bekommen muss, um einen Ball gut zu treffen, um gut Golf zu spielen. Ich möchte dir jetzt ein paar Übungen zeigen, die du jetzt im Lockdown, jetzt im Winter machen kannst, damit du eben diese koordinativen Fähigkeiten verbesserst, und wünsche dir viel Spaß dabei. Die Fähigkeit, einen Golfball zu gabeln, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Warum? Wenn ich das mache, kontrolliere ich ein paar Sachen. Erstens mal muss ich immer einen Blick zum Ball und zum Schläger haben und muss eine Verbindung herstellen, wo ich den auf der Schlagfläche treffen möchte. Das nächste, was wichtig ist, ich muss auch richtige Impulse geben, dass der Ball nicht zu niedrig fliegt oder zu hoch fliegt oder weiß Gott wohin fliegt. Also ich muss die ganze Zeit versuchen, das irgendwie zu steuern und die richtigen Impulse zu geben. Vor allem, wenn da so ein Schnee dazwischen kommt wie jetzt. Und ich muss mir auch Gedanken darüber machen, wohin die Schlagfläche zeigt. Zeigt sie nämlich zum Beispiel schief wie jetzt, dann geht der Ball woanders hin, als ich es wollte. Das heißt, das Gabeln ist nicht nur dazu gut, dass ich Bälle toll nach dem Üben aufheben kann vom Übungsgrün, sondern auch um meine koordinativen Fähigkeiten, meine Ball-Hand-Augen-Koordination zu schulen. Außerdem lerne ich zu spüren, wo ist denn der Sweet Spot oder wo ist der Schwerpunkt des Schlägers während des Schwungs. Und ich habe noch nie einen Golfer gesehen, der gabeln kann und den Ball schlecht trifft. Ich habe vielen von meinen Schülern das Gabeln gezeigt und sie auch gebeten, das zu trainieren. Und sie konnten nur durch diese Übung signifikant ihr Ballstriking verbessern. Und ich möchte dir jetzt zeigen, wie man das am besten trainiert. Am besten nimmst du so ein Sandwich, ich habe in dem Fall ein Lobwedge und einen Ball. Das Schöne ist, das kannst du auch zu Hause machen, da musst du nicht am Golfplatz fahren, und das heißt, du kannst es auch wirklich andauernd trainieren. Was ich mache ist, ich nehme den Schläger sehr, sehr kurz und greife ihn ungefähr so wie hier, dass ich hier angenehm aus dem Handgelenk so raufwinkeln kann. Ich habe den Daumen oben und ich habe den Ellbogen etwas leicht gebeugt und ich lasse ihn auch ruhig mal hinter den Körper gehen. Als erstes machst du Folgendes, um das zu lernen. Du stellst dich hin, schaust, dass die Schlagfläche ganz gerade hinauf zeigt, lass den Ball aus 10 cm fallen und versuchst ihn zu fangen. Und dann machst du das noch einmal und noch einmal. Wenn du das Gefühl hast, du hast den Sweet Spot getroffen, das wirst du übrigens sofort merken, ob du ihn getroffen hast oder nicht, dann beginnst du mal zweimal das zu machen. Wenn man das gemeistert hat, dann kann man beginnen, das dann natürlich dann dreimal zu machen. Aber du wirst dann schon merken, du wirst eine Sicherheit bekommen und wirst kein Problem haben, das mehrere Male zu machen. Und die Idee ist es, dass der Ball immer gerade hoch geht und dass du nicht hin und her so tun musst wie ich jetzt, sondern es soll sehr gerade sein. Das ist der allererste Schritt. Der nächste Schritt ist es dann, dass du dann den Ball aus einer größeren Distanz fallen lässt und einmal fängst. Und machst das selbe Spiel noch einmal, zweimal. Eins, zwei, drei. Und ich gleiche hier immer etwas mit dem Ellbogen aus und ich achte immer darauf, dass die Schlagfläche ganz gerade hinauf zeigt. Das gibt mir ein Bewusstsein von der Schlagflächenstellung, was ja beim Golfschwung sehr, sehr wichtig ist, dass man ein Bewusstsein hat, wo die Schlagfläche hinzeigt. Und das ist diese Übung zusätzlich sehr, sehr gut. Ja, und wenn du das dann etwas kannst, dann kannst du auch beginnen, dann einmal ein paar Tricks zu machen, dass du zum Beispiel mal versuchst, den Schläger um die eigene Achse zu drehen. So zum Beispiel. Ups. Ich probiere es noch einmal. Das ist gar nicht so einfach. Ja, siehst du, jetzt habe ich es geschafft. Und dann kannst du auch beginnen, dann mal lockerer zu werden, den Ball auf der Schlagfläche ruhen zu lassen und einmal nur so herumzufahren. Ja, das sind so kleine Übungen, die kannst du mal machen. Mit der rechten Hand, natürlich auch mit der linken Hand, ist wesentlich schwieriger. Tue ich mir selber sehr, sehr schwer.
Aber es ist erlernbar und du wirst merken, wenn du diese Übung immer wieder machst und auch dann beginnst gut zu beherrschen, dann wirst du auch bei deinem Ballstriken etwas merken, weil du wirst nämlich besser spüren, wo ist der Schlägerkopf im Schwung, du wirst merken, wo ist die Schlagfläche orientiert und du spürst auch beim kurzen Spiel etwas mehr, weil du etwas mehr Impulskontrolle hast. Die nächste Übung ist auch eine sehr, sehr tolle Übung für die Koordination. Und zwar lernt man hier die rechte und die linke Gehirnhälfte etwas zusammenarbeiten zu lassen. Es ist im Golfschwung so, dass man ja gegenläufige Bewegungen hat. Es ist zum Beispiel so, dass man ja beginnt im Aufschwung ja bereits schon nach links zu gehen, das Gewicht, den Druck nach links zu verlagern und den Körper nach links zu drehen, während die Arme noch ein wenig hinaufschwingen. Und das ist für viele Golfer sehr, sehr schwierig, weil das eben gegenläufige Bewegungen sind. Um gegenläufige Bewegungen zu können, muss man sie auch in gewisser Art und Weise trainieren. Und da ist auch diese Übung, was ich dir jetzt zeige, perfekt. Und zwar, was ich mache, ist, dass ich jetzt mit der rechten Hand einen Kreis mache und mit der linken Hand auch, aber nicht in dieselbe Richtung. Sie sind gegengleich, das heißt, sie gehen in verkehrte Richtungen. Ja, und wenn du das mal probierst, dann wirst du vielleicht merken, dass dann gleich dein Kopf rauchen wird, weil du unbedingt in die gleiche Richtung möchtest. Aber du willst eine gegenläufige Bewegung machen. Ja? Probier das mal jetzt gleich aus. Und wenn du das nicht schaffst, dann habe ich am Schluss die Auflösung, wie du das perfekt lernen kannst. Die nächste koordinative Übung, die ich dir zeigen möchte, ist jetzt nicht nur eine Übung, um allgemein die Synchronisation der rechten und linken Gehirnhälfte zu trainieren, sondern ist auch eine Übung, die ich gerne verwende, um einen Reset am Golfplatz durchzuführen. Was heißt das? Wenn ich zum Beispiel komplett mies drauf bin, ich treffe keinen Ball, du kennst das sicher, ja? Dann würde ich mir manchmal wünschen, ich hätte so einen Knopf, wo ich drauf drücken könnte und ich würde wieder bei Null beginnen und würde ja, wieder in mein Spiel hineinfinden. Und diese Übung ist so eine Reset-Übung. Wie schaut die aus? Du machst Folgendes. Du gibst dich in eine Golfposition, dann gibst du die Finger der rechten Hand auf die rechte Kniescheibe und die Finger der linken Hand auf die linke Kniescheibe. Und was du jetzt machst, ist, dass du jetzt beginnst, einmal zu klopfen rechts und einmal zu klopfen links. Das ist nicht schwer. Dann klopfst du zweimal rechts und zweimal links. Das ist auch nicht schwer. Aber dann beginnst du rechts zweimal zu klopfen, aber gleichzeitig am linken Fuß die Zehenspitzen zu heben. Das heißt, ich klopfe rechts und hebe links gleichzeitig im selben Takt die Zehenspitzen hoch. Und dann mache ich das auf der anderen Seite. Links klopfen, rechts heben. Also immer gegengleich klopfen, linke Zehenspitzen, rechte Kniescheibe und umgekehrt. Ja? Und dann kann man das dann ein bisschen variieren, dass man sagt, okay, ich mache zuerst zweimal, zweimal, dreimal, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, 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 zwei, eins, zwei. Also dass man quasi mit unterschiedlichen Anzahl von Klopfern das macht. Das kann man perfekt machen am Abschlag, am ersten Abschlag zum Beispiel, wenn du nervös bist, als Beruhigungsübung, dass du gleich mal ein bisschen klopfst oder wenn du mal am vierten, fünften, siebten Loch merkst, ah, irgendwas passt heute nicht, dann ist es ein perfekter Reset, um wieder in Fahrt zu kommen für die restliche Runde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vielen Golfern diese Übung wahnsinnig hilft, um den Ball besser und konstanter zu treffen. Das ist auch eine Übung, die ich dauernd meinen Golfprofis zeige übrigens. Kommen wir zur Auflösung von dieser Übung, wo man hier gegengleich die Finger bewegen muss. Hast du es geschafft? Lass mich es unten in den Kommentaren wissen. Aber wenn du es nicht geschafft hast oder es besser lernen möchtest, dann gebe ich dir eine kleine Hilfe. Und zwar, du stellst dir vor, da ist eine Schachtel, ja, die so ausschaut, eine Schachtel. Und was du machst, ist, du legst den Finger auf die Schachtel und du fährst mit dem einen Finger entlang der Schachtel Richtung dir. Mit dem anderen Finger gehst du gleichzeitig weg von dir. Das heißt, das kann man super auf der Schachtel gedanklich so üben, dann fährt man die Schachtel hinunter an den Rändern und dann tut man Platz tauschen. Geht wieder rauf, Platz tauschen, hinunter, Platz tauschen. Das heißt, wir haben quasi ein Quadrat, auf dem wir die Finger entlang gleiten lassen. Und das lassen wir ruhig 10-mal so machen in die Richtung. Ja. Und dann, wenn du ein Gefühl dafür bekommen hast, dann stellst du dir vor ein Ei oder einen Kreis. Und dann fährst du einfach wieder entlang dem Kreis. Und nachdem du das schon vorher geübt hast, wirst du da sicherlich etwas Selbstvertrauen schon haben, das zu machen. Und lass mich auf alle Fälle wissen, wie es da dabei ergangen ist.
Die Übungen, die du jetzt in diesem Video gesehen hast, dienen ja in erster Linie dazu, dass man die Körperteile voneinander trennen kann, gegenläufige Bewegungen lernen kann. Da habe ich ein Video gedreht über die Gewichtsverlagerung, über die Druckverlagerung im Golfschwung. Das solltest du dir anschauen. Da gibt es eben genauso eine gegenläufige Bewegung und da gibt es auch eine tolle Übung, die du gleich mitmachen kannst, wenn du schon dabei bist. Also, wir sehen uns dann drüben gleich auf der anderen Seite. Tschüss!